Hallo, Sekretär Zuschauer. So sieht es aus, wenn ihr meinen alten Computer 4 MBO anliest. Hier überall LED. Hier ist eigentlich für Netzwerke der LED, aber da ist keine LED drin. Ich habe hier die Festplatte mal ausgebaut, wegen Datensicherung. Gut, dass das Netz da noch in Ordnung ist. Die BIOS-Batterie muss ich wechseln. Das Laufwerk ist auch, glaube ich, nicht angeschlossen, muss ich auch mal einschließen. Hier ist noch ein Kartenlaser. Habe ich mal aufgeklebt. Dieses Blitz. Nächstes Mal tue ich wieder die Festplatte einschließen. Was ich habe, die zwei IDE-Festplatten. Und versuche ich mal darauf installieren, Windows XP wieder oder Windows 7 oder Windows 10. Oder Windows 2000, ist mir auch egal. Nur komisch, ich komme an die, in die BIOS nicht dran. Ich weiß, ob das liegt an das hier. Und nicht und bekomme ich noch eine VGA-Karte, kann ich dann einschließlich in mein Fernseher. Schön, dass ihr dabei wart und ciao, bis zum nächsten Mal.